Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Yo, ho, ho, und der Kirby fährt auf See. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Kirby und das magische Garn. Ja, im letzten Part haben wir, ja, Part 15 ist es ja hier, gell? Genau. Ich habe mich selbst wieder vom Anfang hier ablenken lassen hier. Im letzten Part haben wir ja den Kappamari besiegt hier, ja. Und haben dann halt hier so ein bisschen noch auf Schatzsuche gegangen, ist ja mehr oder minder. Und ich habe bis hier das Ganze auf Gold nochmal gemacht, also ich habe ja gemeint, mache ich offscreen. Und ich habe noch ein paar Sachen gekauft im Shop, aber das mache ich ja eh offscreen, gell? So, und ja, dann gehen wir hier gemütlich wieder unter Wasser, weil wir haben ja im Fossilriff ja erst unser Yellow Submarine hier repariert und ist dann einfach davon geschwommen. Und ja, man sieht jetzt schon, wir haben wieder ein bisschen hier Delfin-Action, ein bisschen Echo the Dolphin-Style. Ist aber kein Nachteil. So. Weil damit bewegt man sich ja unter Wasser am besten, also sollte man es auch nutzen. Vor allem, dass wir hier solche Luftblasen haben, wo wir hier so ein bisschen rumschwirren. So, weg mit euch. Und hier möchte ich natürlich ein bisschen genauer gucken, dass ich jetzt hier nicht alles verpasse. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste dieses Bootslevel, dieses Kronlevel, musste ich ein paar Mal machen. Da habe ich ein bisschen gehapert. Aber das lag eher daran, dass ich halt immer die Wege gegangen bin, wo eigentlich die ganzen Schätze sind. Aber man musste eher unten rum, weil unten die ganzen, die ganzen Perlen waren, die man einsammeln sollte. Wo die ganzen Bomben waren und man sie alles freisprengen musste. So, also einmal nach oben, einmal unten, oder wie? Alles klar. Ich bin ja froh, dass die kleinen Gegner hier, die Stacheln haben, man ganz leicht besiegen kann. Also es wäre es ja ein bisschen schwieriger hier. Sonst würde es auch, glaube ich, gar keinen Sinn machen, wenn man eine Attacke hätte in dem Sinne. Na. Aber wie halt gesagt, das Schöne daran ist halt wirklich, dass man sehr gute Kontrolle hat mit dem Delfin. Erster Schatz. Ist ja manchmal ganz interessant, wie man halt Schätze einfach so einsammelt. Aber man muss es ja so vorstellen, man kann ja mit den Delfinen die ja nicht wegziehen. Deswegen ist es so gemacht. Anemonensofa. Dieses Sofa sieht bequem aus, fühlt sich aber komisch an. Probier es mal aus. Hat bestimmt Schuppen. Na, ich glaube, das sind so Noppen dran, so in dem Sinne, wenn man es mal so sagen darf. Bequem und komisch anfühlen, passt es zusammen? Vermutlich. Oh, ich sollte vielleicht mal auch angreifen hier. Ich habe mich jetzt gerade eher von den Perlen ablenken lassen. Na, ich merke schon. Ein paar Mal durch. Was soll das eigentlich darstellen? Eine Seegurke oder was schwimmt da rum? Man muss ja ganz ehrlich sagen, diese weißen Perlen hier, die aussehen wie Blubberblasen, die kann man sehr leicht übersehen. Na, okay. Her damit. Meine. Oh. So, das ist halt wieder ein gemütliches Level. Also das sollte eigentlich kein Problem sein, das auf Gold zu kriegen, weil sonst... Na, ich kann mich nicht bewegen. Immer ein bisschen warten, bis man wieder rübergerutscht ist. Na. Oder das gleich richtig gemacht hat, damit man hier auch wirklich oben bleibt. Weil wenn schon, denn schon. Und ich mach schon wieder falsch. Na. Ich wollte nicht ganz nach unten fallen. Na, wieder hoch. Guck mal, ich lasse die hier fertig und dann ist alles okay. Vor allem ist es interessant, dass die Gegner hier sofort wieder nachspawnen. So, erstmal das hier mitnehmen, weil wir gerade hier sind. Müssen wir nicht mehr nochmal nach oben springen. Ein Fossil. Bemerkenswerter Fund aus den Tiefen des Ozeans. Wie schön dieses Fossil ist. Es sind aber zwei Fossile in einem. So, jetzt aber richtig hier. Auch wenn es natürlich immer nur eine Perle gibt, aber ihr wisst ja. Denn schon. Okay, dann mach's doch. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das jetzt wirklich zeitbedingt ist, ob man da ganz schön viele kriegt, wenn man schnell genug ist, oder ob das halt wirklich nur auf eins festgelegt ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier macht das Schwimmen Spaß.
In dem Spiel auf jeden Fall. Und da unten sind Gordos. Gemeine. Eigentlich machen sie ja nichts außer... Wobei, die bewegen sich. außer halt da zu sein. Oh. Was war das denn? Ich bin an den einen abgeprallt und der hat mir keinen Schaden gemacht. Ganz komisch. Na, Blubberblase. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel Wunschdenken hier, gleich rüber zu kommen. Immer so ein bisschen hin und her, denke ich mal. Na komm. Ja, wie gesagt, wenn man auf Land ist, kann man sich nicht bewegen. Nur damit sich keiner wundert, warum ich nicht in die andere Richtung drücke oder sowas. Na, damit CD, alles klar. Und Gold haben wir auch gleich. Umso besser. Und das ist halt auch das Schöne, je mehr man einsammelt, umso höher ist ja die Combo rechts und je höher die Combo, umso mehr Bonus-Perlen kriegt man auch. Na, das war ein bisschen zu tief. Verdammt. Na komm. Okay, man kann es eh nur dreimal machen, also es ist eh wurscht. Sieht man auch, glaube ich, an der Menge der Streifen vom Ring. So ein bisschen. So, dann lassen wir mal wieder nach oben. Dum, da, dum, da, dum. Haben wir eigentlich schon alles? Ja. Eigentlich bräuchte ich nicht mehr, aber ich möchte trotzdem hier so gut es geht alles einsammeln, wenn wir schon dabei sind. So, haben wir nichts mehr. Alles klar. Jetzt sind wir schon am Ziel. Ja, das hat sich gelohnt. Das war ein schöner Planspaß. Und wir doch nicht alles gefunden. Na gut, wie gesagt, nicht zu wild. Das zähle ich ja nicht zu 100% dazu, weil... Ja, das wäre ja dann wirklich... Okay, das war natürlich ganz lächerlich, aber okay. das zähle ich, wie gesagt, nicht zu 100% dazu, die Dinger da einzusammeln, weil man muss sie ja jedes Mal eh wieder einsammeln, wenn man ins Level reingeht. Von daher... Ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie noch so ein extra Bonus kommt, wie sammel alle Level-Ziel-Bonis ein. Das ist in dem Spiel nicht gegeben, deswegen mach es nicht. Jetzt kam es mir eigentlich vor, dass ich in dem Level doch relativ lange rum war und es waren trotzdem nur 7 Minuten. Das ging ja doch recht schnell. So. Aber jetzt vom schönen Strandgang ab in, ja, ins Kalte. Ist eigentlich nicht so von Vorteil, wenn man plötzlich vom Warmen ins Kalte geht, aber dafür ist es hier schön. Winterwatterland. Gleich rein da. Zieh dich warm an, Kirby. Es wird ein bisschen kühl. Wobei man ja eigentlich gleichzeitig sagen muss, es wird flauschig. Wir rutschen. Hui. Vor allem schön, wenn man halt hier sich hier dreht, dann dreht sich auch Kirby wirklich so mit. Na, Waddledee, was machst du da oben? Ja, und wenn man halt von diesen Watt-Dingern getroffen wird, kann ich dir kurz mal zeigen, dann wird man halt mitgezogen, dann ist man selbst das Wattestück. Das bleibt natürlich die Frage, wie komme ich da nach links? Ah, von oben, da muss man sich, glaube ich, rüberschwingen. Ah, Chili, wie geht's dir? Ah, du chillst eine Runde, okay, alles klar. Hier können wir natürlich auch rein, aber ich möchte natürlich erst rüber da. Na komm, geh da rein. aber es ist auch eine sehr schöne Musik hier, um dazu sagen. Schön so eine... Ja, gute Laune Musik, was das angeht. Auf jeden Fall. Hat schon was Weihnachtliches, so ein bisschen. So, chill, hör auf mal zu chillen. Ich muss hier ein bisschen eine kleine Schneeballschlacht anzetteln. Da, kommt her. Ich bin dann gerade überlegen, es gab ja, glaube ich, noch eine... Entweder war das eine Verwandlung oder was anderes. Weil ich glaube, man konnte irgendwie auch übers Wasser gleiten.
Aber das kommt, glaube ich, erst noch. Na, Jilly? Mach mir mal auf da. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man sich oben drauf stellen konnte. Ja, doch, ging. Aber wenn man halt... Wenn man einmal gefangen wird, dann wird man auch gefangen. Aber dann kann man gucken, auch wieder raus. Na. Aber ja, die Battle-Dies haben auf jeden Fall Spaß hier. Kann man sagen, was man will. Einmal nach oben und über den Schnee. Na. So kommt man da gleich wieder raus. Wenn man schnell genug ist. Ich muss natürlich nur aufpassen, dass wenn ich hier die kaputt mache, dass ich nicht aus Versehen hier mir eine Plattform sozusagen kaputt mache. Weil ich da sonst nicht mehr hochkomme. Ein Bärenbett. Dieses kuschelige Bett wärmt alles bis auf den Kopf. Für kühle Denker. Außer man zieht halt die Decke drüber, würde ich mal sagen. Ist auf jeden Fall echt auch wieder kein schweres Level. Einmal rein hier. Ja, dann muss ich auf die Wasser drauf. Das meine ich halt damit. Wenn man halt Gegner besiegt, dann kann es natürlich passieren, dass man hier offensichtlich was verbaut. Und das möchte ich ja nicht. Und dann wird man belohnt. Dann sollte man die Battle Dies einfach sitzen lassen, einfach stehen lassen. Dann hat man nämlich auch kein Problem damit. Wenn dann plötzlich die Watte fehlt. Weil die Watte selbst ist ja nicht gefährlich. Gell du? Aber das wird jetzt ein großes Ding. Oder auch nicht. Aber da muss ich auf jeden Fall drauf. So, ich hoffe mal, dass ich nichts verpasst habe. Wenn man immer so halb... Ui, Achtung. Wenn mir so eine Weile halt hier unterwegs ist, dann ja. Na, ich bin ein großer Watte-Kirby. Aber irgendwie muss ich da auch noch hoch nach oben kommen, oder nicht? Nee. Der ist nur so da, dass er einem zeigt, dass er eine große Watteball macht. Na. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich die Perlen noch weiter einsammle, aber... wo sind die restlichen Schätze? Nein! Aber da oben war auf jeden Fall noch ein Schatz. Okay. Ich hoffe mal nicht, dass ich schon einen verpasst habe. Ja, dann bitte speziell oben drauf. Ja, komm. Geht auch natürlich anders, aber... Ah, okay. Pinguinspiegel. Ein Spiegel in Form eines Iglus, der wiederum wie ein Pinguin geformt ist. Ist doch schön. Am besten ist er noch eiskalt und Co., gell? Achso, hier kommen wir zurück. Also müssen wir irgendwie dann auch wieder unten lang. Genau. Achso, das muss dann nach oben kommen, so rum. Na gut. Hast du die CD irgendwo versteckt, Chili? Na, da wollte ich nicht rein. Bei der Musik muss ich irgendwie einfach ruhig sein. Ich weiß auch nicht. Gerade. Na, lass mich raus. Die gefällt mir so gut. Ich meine, es ist zwar noch nicht Weihnachten, aber ja. Wir haben zwar in Anführungszeichen erst September, aber ihr wisst ja auch, wie es ist. Wenn Leute schon damit anfangen. Ich glaube, wenn man da unten runterfällt, ist vorbei. Da sollte ich nicht runterfallen. Wo ist die letzte CD? Oder ich sag, der letzte Schatz. Und hier ist ein Monster. Nein! Nein, das war ganz dumm. Naja, verschenkt alle meine... Na gut, Gold haben wir zwar noch, aber das war jetzt trotzdem nicht schön. Eieiei.
Also in Anführungszeichen ist es manchmal schon ganz gut, wenn man, Achso, wir müssen uns auf den draufstellen. Ist ganz gut, wenn man ganz viel einsammelt, aber das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Na? So, da haben wir noch die CD. Alles klar. Hinterwatterland. Und da haben wir schon das Ziel, okay. Hätte ich davor noch was kriegen können? Ja, ich hätte mich in dem Iglu verstecken können, maximal. Aber wir haben alles. So. Dadi, 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 dam. Und ein Handschuh. Ach ja, ach ja. Ich freue mich übrigens schon darauf, wenn ich mal die 3DS-Version von dem Spiel bekommen werde, weil die hatte dann einen leicht höheren Schwierigkeitsgrad und extra Bonis und alles. Da bin ich dann durchaus mal gespannt, auch wenn ich dann das Spiel dann sozusagen so das dritte Mal spiele. So, such mich möchte gesucht werden. Und heute wird es vermutlich dann mal ein etwas kürzerer Part, oder eher gesagt ein Standard-Part. Klaus nimmt jetzt wirklich die Mütze. Und ein Handschuhhaus gebaut. Na gut. Gemütliche Hütte. Aus einem Handschuh. Dass ich dann halt jetzt einfach auf, ja. Dass ich dann einfach jetzt hier ein Minispiel mache. Eins, denke ich mal. Und dass der Part dann soweit passt. Aber wenn ich jetzt noch ein Level anfange, dann wird es halt wirklich lange, eine lange Folge. Und ich meine, wenn wir zwei Level schaffen, ist ja immer gut. So, habe ich jetzt eigentlich das Item bekommen? Bin ich gerade überlegen. Ich habe ein Igloo bekommen. Also ein Igloo-Spiegel-Pinguin. Und das andere war ja dieses Bett. Ne, ist ja was anderes, okay. Das kommt dann noch. Und hier, da brauche ich mal so eine Mütze oder sowas, gell? Genau. Dann suchen wir mal gemütlich. Such mich, bist du da? Geht mal rein und sucht erstmal ins Such mich, damit er mir das Level zeigt. Und man sieht ja, es kommen mir noch ein paar Level, weil wenn die Sterne erst bei 3 sind und die Sterne bis zu 5 gehen können, dann wird es natürlich doppelt lustig. Vor allem jetzt hier jetzt, weil ich natürlich gucken, wo sie sind. Da ist schon der Erste. Da unten ist einer. Na, lässt du mich? Einfach weggeschoben. So, dich haben wir. Warte mal, stopp, 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 stopp. Ich muss natürlich weiter nach oben. Weil es könnte ja sein, dass da oben links noch einer ist. Na, spielt er mich so aus? Na gut, dann halt nicht. Und wenn man dann ein zweites Mal suchen muss, ist ja auch nicht schlimm, habe ich gesehen. Schön hinter der Wand versteckt. Na. Man rutscht hier halt, darf man nicht vergessen. Und bei den großen Blöcken kommen wir nicht durch. Okay, da links ist nix. Komm mal her, Chili. Kann nicht sein, dass sich da noch einer versteckt hat. Ja. Ohne würden wir da nicht hinkommen, aber wir haben noch irgendwo zwischendrin einen übersehen. Hey, wo ist er denn? Such mich. Ich such dich. Guck jetzt nochmal bewusst unten rum. Ah, da ist er doch. Schön unten am Zaun versteckt. Hey, ich will da raus. Ach ja. Ja, das passt von der Paarzeit her. Und was kriege ich schön Kaltes? Ja, war ja klar. Passt ja auch gut. Ein Igloo. Oder eher gesagt eine Igloo-Wand. So ist das doch wirklich wundervoll. Oh yeah. Ja, und wie gesagt, ich werde dann halt wieder ein paar Sachen kaufen nebenbei. Offscreen. Bis der Laden leer ist. Und dann ist es auch wurscht. Und dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Kirby und das magische Garn sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.